Ich komme doch gar nicht vorbei. Jetzt machen wir das erstmal weg. Muss das runter? Ich muss hier sein. Ich kann das nur dahin verschieben? Also, wenn das Tor da unten offen ist. Gucken wir erstmal, was der andere Schalter macht. Lol. Ja, checken, erst probieren um und nicht vorher schon sagen, hä, wie soll ich denn das machen? Erst sich alles angucken. Eine weitere Lebensmarke. Ah. Oh, mit den Schlangen. Nee, ist klar. Flatsch. Das war knapp. Halt. Ich ramm dich eher. Aber die können auch voll den Schlangenschaden bekommen. Das ist schön. Ist auf der Seite noch? Nö. Ja, die Schlangen sind zwar gegen mich, aber sie arbeiten auch manchmal für mich, eigentlich. Nö, bekämpfen sie alles, was ihnen unter die Nase kommt. Ein Totenschädel! Nasumi! Nasumi ist wieder da! Hier lang zum Sundergarten. Aber ich brauche zwei Schlüssel. Ingrid war hier! Wer ist Ingrid? Oha, oha. Autsch. Ich würde mich eigentlich nur auf die Platte stellen, um zu gucken, was sie macht. Aber da brauche ich wahrscheinlich mehr Gewicht. Für... ist die runterschieben? Wenn ich das runterschiebe... Ja, du zuerst. Dann landet die andere Kiste auf dir herauf. Und dann seid ihr wahrscheinlich schwer genug... Beziehungsweise einfach. Ne? Bisschen boosten. Checken, du kannst auch nicht mehr sprechen. Ja, kann ich auch nicht. Ah! Lauf schneller, kleiner Elefant. Oh nee, wir müssen aber jetzt von Nasumi Abschied nehmen. Es tut mir leid, Nasumi. Ich hab Nasumi. Ups, Nasumi zerstört. Entschuldigung, Nasumi. War totally Absicht. Ja, ich musste dich ja ablegen, um den Schlüssel aufzuheben. Aber Nasumi ist neu gespawnt. Yay, es ist doch offen. Was habe ich hier so für einen Schwachsinn? Ah, kommst du angefahren?
Läuft da ziemlich lange. Okay, ich kann die Kiste hochboosten, aber nicht runter. Ups. Auf der Spitze des Baums. Kann ich die Kiste hochheben? Nö. Wenn ich puste, kann ich sie auch nicht aufnehmen. Muss ich von unten dagegen? Darüber kann ich ja nicht. Muss ich Nasu wieder drauflegen? Irgendwie klappt das nicht. Ich töte Nasumi. Generell, wenn ich sie schmeiße? Ich wollte das Schild nicht lesen. Ich wollte den Schädel aufsammeln. Okay, generell. Hätte eigentlich auf der anderen Seite Risse. Es werden aber nicht mehr Risse, oder? Warum sollten es noch mehr Risse werden? Ich kann es doch nicht schieben. Warum muss ich die Kiste einfach oft genug, bis der Stein zerplatzt? Für mich sieht das gerade nicht so aus, als wenn der Stein platzt. Ah, jetzt konnte ich... Die Kiste muss oben sein, in der Luft, damit ich gegen den Stein bashen kann. Tricky, tricky. Tricky, tricky. Aber lösbar. Alternativ kann er auch einfach einen Totenschädel. Husten. Na gut, wenn der Schädel nicht zerplatzt. Wie ist der Schlüssel eigentlich auf die Spitze des Baumes gekommen? Dachten die Leute, hey, es ist Weihnachten, weil es gestern schon geschneit hat. Sondergarten. Dafür bin ich nicht passend gekleidet. Interessante Frisur. Etta Walla. Willkommen im Sondergarten, wo die Toten wieder auferstehen. Auch wenn das ein bisschen beängstigend klingen mag. In Wahrheit sind wir sehr freundlich. Also die meisten von uns. Der Sondergarten ist Teil des menschlichen Königreichs und unterliegt also solcher der Herrschaft des menschlichen Monarchen. Zum Beispiel dürfen wir nicht unsere eigenen Gesetze schreiben. Dabei gibt es einige Fälle, auf die das menschliche Gesicht nicht zutrifft. Das menschliche Erbrecht zum Beispiel ist für die Knochengeschöpfe aus drei Gründen besonders lächerlich. Der erste und wichtigste Grund, wir sterben nicht. Das ganze Konzept ist eh ein umstrittener Punkt. Unabhängig davon, Grund Nummer zwei, wir kriegen keine Kinder. Somit gibt es keine nächsten Verwandten. Wir haben Freunde und Liebhaber.
die als Kandidaten für Erbschaft in Frage kommen würden. Doch, und hiermit folgender Grund Nummer 3, Eigentum ist von vornherein nicht Teil unserer Kultur. Somit gäbe es nichts zu vererben. Ja, man muss eigentlich für jeden Gesetz neu verfassen. Bist du wirklich in der Zwangsjacke? Das sieht so aus. Eine weitere Auswirkung der menschlichen Herrschaft ist, dass uns eine eigene Armee verwehrt bleibt. Wir sind völlig auf den Schutz der königlichen Garde angewiesen. Dabei haben wir keine Notwendigkeit für eine Armee. Der Sundergarten ist unser Geburtsort und unsere Heimat. Wir werden niemals versuchen, unsere Territorien zu erweitern. Warum sollten wir? Um Zugang zu Handelsrouten und neuen Anbaufläche zu bekommen? Diese Dinge sind bedeutungslos. Der Tod hat uns von der physischen Welt entbunden. Daraus ergibt sich eine tiefgreifende Freiheit. Darauf erhebst du den Einwand. Aber was passiert, wenn der Sundergarten überfallen wird? Wie schützt ihr euch vor Bedrohung von draußen? Niemand wird den sakralen Friedhof überfallen. Es ist weder strategisch von Wirtschaft noch wirtschaftlich wertvoll. Und selbst wenn du es schaffst, alle Knochengeschöpfe zu zerstören oder zu vertreiben, so werden neue sich von Neuem aus dem Boden erheben. Somit viel Glück bei der Bewirtschaftung dieser Felder, wenn abermals die Toten in deiner Mitte aufstehen. Ja. Sogar hier, überall. Hast du eigentlich was zu sagen? Der Sundergarten ist von einer Plage betroffen. Anstatt der gutartigen Knochengeschöpfe wachsen nur seelenlose Abscheulichkeiten. Sicherlich wohnt die Quelle des Geheimnisses im Herzen der Dunkelheit, tief vergraben in den Tiefen des historischen Massengrabs mit dem Namen Margot's Keep. Bitte melde dich jederzeit, wenn du ein Update oder eine Erinnerung zu den derzeitigen Vorkommnissen benötigst. Okay, sag's nicht weiter mehr. Chicken, jetzt box doch nicht immer alle Leute. Doch. Nasumi ist weg. Nimm ich dich. Ich hab 2. Aber schön, wie er hier kein Geschäft hat. Warum ist eine Blume? Na gut, da hinten sind auch Blumen. Chicken, das ist die gleiche Blume wie hier und dort und da. Nicht sagen wollen. Diese Blume hat da oben sicherlich irgendwas zu bedeuten, weil hier sonst keine anderen Blumen sind. Ja doch, Chicken, doch, guck mal. Hier sind überall Blumen. Es gibt diejenigen, die sagen, dass das Universum unendlich ist und schon immer existiert hat. Aber es gibt auch diejenigen, die argumentieren, dass es mit der Zeit seinen Anfang nahm. Einige glauben, dass es Kosmos vor Jahrmillionen von göttlichen Elefanten geschaffen wurde. Sie behaupten, diese demiurgischen Elefanten hätten die Erde aus Lehm geformt und mit ihren mächtigen Füßen zu einer flachen Scheibe gestampft. Die Erde ist aber rund. Ich weiß nicht, was ich glauben soll, aber ich denke gern über diese Dinge nach. Wenn ich mir den unendlichen Kosmos vorstelle, raubt es mir sprichwörtlich den Atem. Ja, gut, dass du keinen Atem zum Leben, keine Luft zum Leben brauchst, Sauerstoff, was auch immer. Du bist doch eh tot, ihr könnt nicht sterben, also von daher würde ich sagen, ihr braucht keine Luft. Sind Knochengeschöpfe unsterblich? Unser Volk existiert seit 1000 Jahren. Und in dieser Zeit ist niemand an Altersschwäche oder Krankheit gestorben. Einige wurden zerstört in Unfälle oder durch Gewalttaten. Und wir werden in der Tat älter, nur sehr langsam. Also das heißt, wenn ich jetzt so gegen euch ramme, würdet ihr trotzdem sterben, auch wenn ihr im Grunde nicht sterbt. Also auf natürlichem Wege nicht sterbt. Sagen wir das mal so. Formulieren wir das mal so.
Nee, das hatten wir schon. Das hatten wir schon. Rosa Bäume. Ja. Was haben wir denn hier so? Ein Draugr. Skyrim! Was haben wir so? Tödlicher Nachtschatten. Skelettkönig. Passt der jetzt eigentlich, wo wir... Ich lese gerade da unten Elefantom der Oper. Das muss ich eigentlich nehmen. Nachtzirkus. Ach, ein Pantomime. Frankenpfand. Streifen. Ach komm, nehmen wir das einfach. Passen wir uns an. Das sieht so merkwürdig aus. Aber nehmen wir das einfach mal. Wir sind jetzt auch ein Knochengeschöpf. Oh Gott. Es ist die Hand aus der Legend of Zelda-Reihe. Lass mich raten, du willst Klopapier. Ich kann dir Nasumi geben, wenn du willst. Hand von Skaldor. Psst, hier drüben. Lass mich dir Gefühl für dich bekommen. Ach, lass mich ein Gefühl für dich bekommen. Hey, du musst der Elefant sein, von dem ich so viel gehört habe. Hallo, steckst du da unten fest? Brauchst du meine Hilfe? Soll ich dich ausgraben? Nee, ist in Ordnung. Ich mag es hier unten. Es ist gemütlich, ruhig und überraschend bequem. Ich kann den Frieden ruhen, weißt du? Ich glaube nicht zu essen. Ich brauche nichts zu essen. Ich brauche nichts von der Oberfläche. Und die Leute kommen manchmal vorbei und reden mit meiner Hand. Das klingt merkwürdig. Ja, rede mit meiner Hand. Ich bin gerade beschäftigt. Also werde ich niemals einsam. Ich verstehe. Jedem das Seine. Zur Not, ich könnte dir ein bisschen Klopapier geben. Wahre Worte. Es gibt aber etwas, bei dem du mir helfen kannst, wenn du möchtest. Lass mich raten, Klopapier. Okay, ich bin ganz Ohr. Ich habe darüber nachgedacht, mir für meine Hand eine Art Gesicht oder Maske anzuschaffen. Meine Freunde unter den Knochengeschöpfen kümmert es nicht, aber die Menschen, die oft aus Nightingale City kommen und den Sungargarten besuchen, macht es ein bisschen nervös, nur mit meiner Hand zu sprechen. Meine Idee war eine Art stellvertretenden Kopf. Muss ich jetzt eine Handpuppe für dich suchen? In meiner Hand zu halten, sodass die Menschen etwas haben, womit sie Augenkontakt aufnehmen können. Ich könnte auch eine Puppe für dich, eine Handpuppe. Siehst du, was ich meine? Ich könnte dir Nasumi geben. Ich glaube ja, eine Art Kopfattrappe. Genau, eine einfache Kugel. Mit einem aufgemalten Gesicht würde schon etwas tun. Darauf schaust du nicht. Ob du etwas farbenfrohes finden kannst. Ist auch noch farbenfroh. Eine bunte Kugel, die farbenfroh... eine bunte Kugel, die farbenfroh ist. Nein. Eine bunte Kugel mit Gesicht. Okay. Hallo nochmal, ich dachte lediglich an die endlose Leere des Daseins. Hast du mir ein richtiges Gesicht gefunden? Ich schau mal, was ich finden kann. Ein Gesicht? Er will ein Gesicht?
Weil dies war einmal der Schauplatz einer verheerenden Schlacht. Die Körper der Gefallenen bilden den Boden unter unseren Füßen, aus dem wir Knochengeschöpfe hervortreten. So wurde aus Unglück Ruhe geboren. Scheinbar entsteht ein einzelnes Knochengeschöpf nicht aus einem bestimmten gefallenen Krieger. Ihre Überreste befruchten den Boden, aus dem wir wachsen. Hier liegt großes Leiden begraben und wir alle teilen die unterbewussten Erinnerungen an das Schlachtfeld. Wir haben uns entschieden, in Frieden zu leben, denn wir tragen die Schrecken des Krieges in unseren Knochen. Wovon wir ja gelesen haben. Gut, dass wir davon gelesen haben. Gut, dass ich mich erstmal auf eines konzentriert habe, freizuschalten bei dem Lehrmeister. Mit den Glyphen. Knochengeschöpfe kennen keine Furcht, keinen Hunger, keinen Schmerz, kein Verlangen. Wer diese Fesseln beseitigt, der beseitigt auch den Konflikt. Scheinbar entsteht ein einzelnes Knochengeschöpf. Ja, hatten wir schon. Rosa Bäume. Auf einem Friedhof. Ja, denn die Bäume, die trinken das Blut von den toten Körpern, also von den Leichen eher. Und dann verfärben sich ihre Blätter rosa, bevor weiß waren. Wenn man Rot mit Weiß vermischt... Hallo. Ja, wenn man Rot mit Weiß vermischt, hallo. Ich sehe ein Boot. Da kommt halt rosa raus. So rosafarbig. Leisa. Elefant Jono, schön, dich wieder zu treffen. Wir kennen uns? Ja, du warst die aus Windhill. Ne, die so gruselig vom Bestatter gesprochen hat. Ja, ich erinnere mich. Ich habe endlich den Mut aufgebracht, mit dem Bestatter in Windhill zu sprechen. Und er war super freundlich. Er schlug vor, ihnen Sundergarten zu besuchen und mehr von den Knochengeschöpfen zu treffen. Sie sind überhaupt nicht gruselig, sondern sogar sehr freundlich.